Wir sind Laura und Flo und zusammen mit unserer einjährigen Tochter wandern wir jetzt nach Norwegen aus. Wir freuen uns, wir haben ein richtig geiles Haus und wenn ihr Bock habt, unsere Reise zu verfolgen und zu sehen, wie wir dann in Norwegen ankommen, ob wir hier loskommen, wie das alles funktioniert, dann abonniert den Kanal. Wir freuen uns. Bis dann! Wir sind jetzt auf dem Hof von meiner Familie in MacPom. Hier werden wir nochmal alles ausladen, aussortieren und neu packen. Wir müssen nämlich genau überlegen, was wir mitnehmen können und was hier bleiben muss, bevor es dann bald Richtung Norden geht. So, wir sind jetzt bei Laura auf dem Hof hier bei ihrer Familie. Henry fährt jetzt gerade die Karre da drüben zu dieser Scheune, wo wir jetzt nochmal all unser Scheiß ausladen werden. Wir fangen heute mit der Karre an und werden nochmal alles sortieren und nochmal gucken, ob wir vielleicht doch noch was hier lassen können. Einfach weil wir natürlich nur den Sprinter haben, mit dem wir da hochfahren können. Und der war ja jetzt, habt ihr ja gesehen, schon einfach nur brechend voll. Wo ist er denn? Ah, er ist hinten rangefahren. Müssen wir erstmal mähen. Was sagst du? Rückwärts ran, docken und dann ausladen. Ja, denn, geil. Finde ich gut. Alles gut, alles gut. Was? Alles gut. Jetzt wird ausgeladen. Ist hier noch Platz? Ja, super viel. Geil. Super viel Platz. Hier können wir das schön auf die Tische stellen, dann müssen wir nicht so viel auf dem Boden arbeiten. Also wenn wir sortieren. Ja, auf jeden Fall. So, das erste Auto haben wir jetzt schon ausgeladen. Und hallo auch erstmal von mir. Und jetzt holen wir unseren Bus und laden das auch hier noch aus und wollen das schon so ein bisschen in Kategorien sortieren und gucken, was hier bleibt, was mitkommen soll. Aber das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen längerer Prozess. Klar ist, dass nicht alles mit kann, also ist einfach viel zu viel Zeug. Zwar gefühlt eigentlich auch Sachen, die man dort braucht, aber wir kriegen es einfach nicht transportiert. Von daher ja, müssen wir uns wahrscheinlich einfach noch ein bisschen von Sachen verabschieden und trennen. Und wir haben ja nicht viele Möbel, aber die, die wir jetzt mit haben, müssen wahrscheinlich auch hier bleiben. Mal gucken. So, da kommt Flo angefahren. Ja, unser Hab und Gut ist jetzt hier alles verteilt. Kann man gar nicht richtig, sieht man gar nicht richtig, was jetzt von uns ist und was nicht hier. Es fügt sich gut ins Ambiente ein. Fügt sich mega. Jetzt fahren wir mal zurück. Damit kannst du mich ja einfach abschmeißen. Nee, ist schon okay. Das werde ich schon mal geschafft haben. Gut festhalten! Gut festhalten, es schaukelt sehr. Ja. Wow.
Und das auch nichts weiter noch oben, dass irgendwas fliegt oder so. Als Lauras Vater uns das letzte Mal in Berlin besucht hat, hat er schon ein paar Kisten mit hergenommen und die haben wir jetzt hier auch rüber in die Halle gefahren, damit wir alles jetzt auf einem Haufen haben und jetzt nochmal neu sortieren können, um zu gucken, was wirklich mitkommen kann. Na dann mal los. So, hier kaufen wir entweder noch was oder also so ein Viertel für dieses riesige Glas ist ja wohl richtig sinnlos. Schön Sprossen. In Norwegen ein bisschen was Frisches. Was Frisches, Lauras Lieblingssatz. Ist ja sonst alles zu teuer dort. Kommt mit den paar Sprossen aber nicht weit. Was nehmen wir denn mit den Sprossen? Unsere Lieblingssprossen. Regen. Ja, wir dachten so ein bisschen, wir haben jetzt noch so ein paar letzte Sommertage hier. Dann fahren wir in das skandinavische Regenwetter. Aber wir sind relativ fleißig. Wir leeren die Kisten alle nochmal aus. Willst du nochmal kurz zeigen, was für Haufen wir haben? Ja, das ist der bleibt doch hier Haufen, aussortiert, weg, Schmeißhaufen. Und das ist der vielleicht Haufen. Das müssen wir noch durchsortieren, beziehungsweise das packen wir gleich wieder in die Kiste. Und ja, wir arbeiten uns so Stück für Stück durch. So langsam wird es echt dunkel hier drin, aber hier ist der Strom abgestellt. Mal gucken, wie lange wir noch weitermachen können. Und was machst du? Schließ jetzt, ich trinke jetzt. Die Gläser schon wegschmeißen? Die Flasche muss ja auch weg. Die ist halb. Was ist das? Was ist denn das? Das ist ein guter Rum. Vom Kumpel von mir. Ja, 2018. Weiß ich nicht, falls sich jemand von euch auskennt. Aber schmecken tut er wirklich gut. So. Und ich sauf jetzt beim Packen. Wow. Cheers. Let's go! Ja, dann mit der Kleinen auch einen Armut machen. Also von daher. Ja, eben. Ich will nicht sagen, dass wir das da hinten alles noch durchsortieren müssen. Nein. Ja, lass uns doch erstmal ein bisschen durchs Kochbuch schmökern. Das ist mein Backrezeptebuch. Ja. Lichtet sich langsam. Wir hatten hier vorne echt 1000 Kisten. Jetzt ist noch eine mit Vorratsgläsern übrig. Und ja, sind wir schon ganz gut vorangekommen. Wir haben heute den ersten ansatzweise sonnigen Tag, was echt cool ist. Und trotzdem gehen wir wieder in die Halle und werden einfach weiter unser Zeug sortieren, weil wir einfach noch Zeug loswerden müssen. Ja, Lauras Oma hat gerade die Kleine und fährt das erste Mal auf dem Fahrrad. Das ist auch super cool. Es ist mega gut, dass wir hier eigentlich die ganze Zeit Babysitter am Start haben. Gut, also das wird auch so eine Challenge für uns in Norwegen, wo wir wahrscheinlich noch gar nicht so richtig wissen, was da auf uns zukommt. Aber dann gibt es ja auch irgendwann eine Dienstlage. Ja, das stimmt. Na dann los. Geil. Ja. Weiter geht's. Das sind die Kisten, die wir schon fertig haben, die wir fertig gemacht haben gestern, die auf jeden Fall mitkommen. Was wollen wir denn heute angehen? Welche Kategorie? Kram, Random Kiste, würde ich sagen, und dann die Bücher. Ja, Kram, Random klingt gut. Kram, Random, Prozedere wird das gleiche sein wie gestern. Los geht's. Ich sortiere meine Schmuckkiste und bin erstaunt, wie viele Uhren ich in meinem Leben hatte. Die sind aber auch alle besonders schön. Ja, das ist echt so, als ich geil 12 war oder so. Da habe ich die mal auf dem Flohmarkt gekauft. Ganz schön. Boah, kann ich die haben? Gerne. Boah, geil, Alter. Siehst du, wieder was abgestaubt. Das ist halt hier alles so Billo-Modeschmuck. Na. Ja, übrigens, was haben wir heute gemacht bis jetzt? Hier kickt. Es werden immer mehr Kisten. Volle, aber auch richtig voll wenigstens. Und es werden auch immer mehr leere Kisten. Wir sammeln immer weiter den
Kram zusammen und sortieren aus. Und die geile Uhr mache ich mir jetzt um. Fett. Okay, jetzt musst du mal ausmachen. Ist er ausgemacht? Nein.